Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, als eins vorneweg, ich habe mich doch gefragt, warum ich so wenig Geld habe auf dem Konto. Und mir ist es eingefallen, weil ich habe doch die Landfläche gekauft, weil ich gedacht habe, dass ich da was... Das kaufen muss, um das zu bearbeiten. Musste ich aber nicht. Es war ja eigentlich schon meine Feld, also mein Land, der Graben bei Feld 7. Und mir ist es einfach nicht mehr eingefallen, dass ich die Landfläche gekauft habe. Und ich habe mich gewundert, warum habe ich nur noch 4,4 Millionen? Ich war doch bei 5,1. Jetzt habe ich in meine Aufnahme reingeguckt. Und hab halt gesehen, na ja klar, ich habe das Land gekauft. Oh. Nee. Also so richtig Brain AFK war ich schon ewig nicht mehr. Das war jetzt echt heftig. So, klappt mal hier zu. 62%. Ja, das kann man so lassen. ist okay, würde ich sagen. Der steht dann hier, das passt auch. So, der tut hier den Hopfen einsammeln. Was ist hier passiert? Okay, das ist das. Stellen wir hier schon mal auf Feld 8. Was wir mal brauchen. Und wir nutzen am besten gerade nochmal unsere neue Überfahrten. Die hat uns circa 11.000 Euro gekostet. Hier diese Überfahrt. Aber ich denke mal, die ist auch wert. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Überfahrt hier hin. Ich denke mal schon, dass es das wert war. Das war es definitiv, glaube ich, wert. Gerne hier zum LKW. Egal welchen, dann nehmen wir auch den hier. Obwohl, nee. Der Volvo kommt ja auch gut mit dem Anhänger klar. Weil nämlich unsere Silage ist ziemlich voll am Fermenter. Und wir können es uns einfach nicht leisten, dass die steht. Da wir im Kuhstall 1,7 Millionen hatten, wo wir das letzte Mal reingeguckt haben, wird das noch mal eine Zeit lang reichen. So, das heißt, wir werden diese Silage, wo wir hier laden, werden wir dann in die BGA fahren, weil die schreit ja uns förmlich schon an nach Silage. Ja, 1,1 Millionen. Genau. Machen wir einmal auf und laden. So, und dann wird das hier deaktiviert, weil... Okay, der ist bei der Einfahrt Nord angekommen. Das passt auch. Haben wir da vielleicht schon einen Kurs? Ich glaube, ja. Den haben wir. Sehr schön. Düngen, erster Wegpunkt. Schauen wir mal, ob das einfach so klappt. Oder ob wir dann nachher nochmal ein bisschen nachhelfen müssen, dürfen, sollen, können. Dann können wir den jetzt gleich einstellen, dass der hier oben auch nochmal düngt. Aber wenn wir hier drauf fahren, sehen wir, dass es eigentlich perfekt ist. Ja. Stickstoff perfekt. 70 von 50 Kilo. So. Ah, das soll hier trotzdem zwei Vorgewände fahren. Müssen wir halt auch gucken, dass wir den circa die Fläche dann auch geben, dass er vorne nochmal reinscheren kann. Sagen wir auch keinen Kurs. Vorgewände zwei Stück. Soll er generieren. Und dann sehen wir auch, es sind relativ wenig Linien.
So, und das tun wir dann natürlich in die 45 speichern. Gülle, wenn ich jetzt Gülle fahren, 36 Meter. Ja komm, bereiten wir das alles mal so weit vor. Das können wir jetzt deaktivieren. Obwohl, ah, der hätte hier eigentlich schon perfekt die Bahn, ne? So, und dann senken wir hier ab und sagen, er darf fahren. Dann sehen wir auch, er braucht 43 Minuten hier oben, um das Feld einmal komplett zu düngen. Das ist natürlich auch sportlich und ordentlich. Und ich sehe gerade, wir sind schon um 9:30 und wir haben noch nicht einmal angesät. Das ist halt auch, ja, und der chillt hier auch gerade sein Leben. Das ist natürlich nicht gut. Ja. Produktionen. Klärwerk Kompost laden. Weil der hat dann schon nach der Sorkum hier, hat er schon direkt die nächste Aufgabe. Der Kollege hier. Einfach nur hoffen, dass das mit dem Sorkum jetzt dann auch reicht. Also, doch ein paar Literchen, ne? Das ist ordentlich. Kann man mal machen, würde ich sagen. So. Zack. Dann klappen wir den noch ein. Eigentlich sind wir ja fertig. Wir tun hier nur noch Dresch. Hof soll er erfahren. Mein Gott. Heute kann ich es aber. So, der Hopfen blinkt. Das heißt, wir bunkern ab und können den schon mal direkt wieder weiterschicken. Dass der auf jeden Fall ablädt und dann wieder hierher kommt. Er steht jetzt ja auf Feld 8, also er steht richtig. Er hat es auch nicht mehr allzu weit. Muss nicht mehr so weit fahren. Also das reicht locker, der Hopfenabfahrer. Wie gesagt, wir haben noch kein einziges Feld angesät, jetzt im August. Ist halt das, was mir gerade am meisten Sorgen und Kopfschmerzen bereitet. Dass uns nachher am Ende des Tages ausgeht, was wir wo ansehen. So, genau. Zack. Haben wir das. Jetzt schauen wir einfach mal hier hin bei 15, 16. Ob da... Ja, da ist der Düngestreuer. Das ist der Düngestreuer. Blockiert. Zack, aufs Feld. Dann kann er hier nämlich loslegen. Das können wir ihm deaktivieren. Tut er hier düngen, dann haben wir das auch schon wieder abgeschlossen. Upsala. So. Wir fahren jetzt natürlich das Wasser in die Brauerei schon mal. Da können wir einige Liter hinbringen. Bis wir die wieder voll haben. Also ich denke mal, zwei Anhänger können wir locker hinfahren. Dann müssen wir halt schauen, was wir als nächstes machen, ne?
Ich bin jetzt nebenbei die ganze Zeit am Überlegen, was ich wo jetzt noch ansehen könnte. Aber ich denke mal, das wird erst richtig Sinn machen. Wenn ich jetzt die Zeit dazu habe, dass ich mich da mal genau die Gedanken machen kann. Was wird benötigt? Oder was benötigen wir an Güter? Klar, Weizen, Gerste, Sorghum, Hirse, Raps, das sind so die Standarddinger. Sonnenblumen fände ich eigentlich auch ganz cool, wenn wir das nochmal ansehen. Wo fährst du denn rum? Mit dem Hopfen. Hier unten, okay. In die Malzproduktion können wir noch reingucken und die wieder aktivieren. Die haben wir nicht aktiv aktuell. Und die können wir dann aktivieren. So, schauen wir mal, ob wir hier den engen Radius nehmen können. Ja, den können wir nehmen. Passt. So, zack. Der lädt natürlich wieder fleißig Wasser. Als nächstes fahren wir erstmal hier den Drescher noch aus dem Weg. Ja, wer hätte gedacht, dass der Sorghum-Drescher am schnellsten fertig ist? Wahnsinn. Sagt, er sollte sich hier sauber machen noch. Wir können die Silage fahren. Die ist jetzt geladen. Ja, dann haben wir auch schon wieder den nächsten Punkt abgearbeitet. Klar, ich könnte den jetzt auch in den Kuhstall bringen. Aber ich finde erstmal, die BGA ist wichtiger, weil da bekommen wir auch Gärreste. Diese Gärreste müssen wir wiederum auch wieder ins Klärwerk bringen. Ja, die können wir dann da klären. Beziehungsweise, ich war jetzt noch nicht bei der Malzfabrik. Egal, wir laden ja da ab und dann können wir das mal ganz kurz im Menü schauen. So. BGA. Wir haben ein ordentliches Gärreste Puffer aktuell. So, dann gehen wir jetzt natürlich hier zur Malzfabrik und darf hier den Malz ein bisschen produzieren. So. Das haben wir schon mal. Wieder ein Punkt weniger auf unserer Liste. Ja, Malzfabrik Wasser ist jetzt gerade ein ordentliches Stück nach oben gerutscht. Aber das hat ja auch die bekannten Gründe. Der Ding, der ist angekommen. Sehr gut, das heißt, wir können da direkt den Kompost entnehmen. Den lasse ich jetzt erstmal ganz kurz hier stehen. Aber ich weiß gerade nicht, ob ich den gleich noch brauche. Brauche ich ja gar nicht, so reicht's ja. Dann wird auf jeden Fall schon mit der Kompost entnommen, ist auch wieder aus der Liste draußen. Also haben wir da auch das Unheil noch abgewendet. So. Nochmal zur Brauerei fahren. Dann können wir noch einmal laden. Und dann war es das. Klar, das Klärwerk hält gern wieder Abwasser. Aber wir produzieren ja aktuell nicht so viel Abwasser, dass wir das Klärwerk
permanent betreiben können. Deswegen ist das Klärwerk ja immer nur so schubweise im Dienst, sage ich jetzt mal. So. Genau, das ist wieder bei Feld 8 angekommen. Also der hat hier abgeladen, den Hopfen. Also wieder direkt von dem Feld ab in die Produktion. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Wir können oder wir produzieren nicht so viel, dass wir mal einen Zwischenspeicher hätten oder so. Dann natürlich direkt hoch zur Malzfabrik fliegen. Ja, weil die müssen wir natürlich jetzt schnellstens wieder versorgen. Was heißt schnellstens? Wir haben immer noch einen Tag, 5 Stunden Zeit. Aber trotzdem, kriegt schon mal einen kleinen Schluck Wasser. Dann holen wir noch mal Wasser. Und dann wird es wahrscheinlich Folgenende sein. Werde ich vergessen, dass es Malzfabrik war. Und werde nur die Textilfabrik dann bedienen. Weil jetzt ist dann die Aufnahmesession wieder vorbei. Also ab morgen, Montag, gibt es dann eine neue Aufnahmesession. Genau. Und wir werden sehen. Ich werde mich dann wundern, hey, die habe ich doch erst wieder befüllt. Warum ist die denn jetzt schon wieder leer? Und dann wird es mir wahrscheinlich wieder einfallen. Und so weiter und so fort. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal hier. Und können ein wenig Wasser. Oder wieder mit Wasser behelfen, sagen wir es mal so. Sehr schön. Ui. Haben wir wieder einen schönen Drift hingelegt. Aber ich muss schon sagen, dieser Sommer war nicht ganz so gut für uns. Auf der Marsch. Weil einfach sehr viel Zwiebeln und so angebaut wurden, wo ich einfach nicht ernten wollte. Aber gut, es ist so, da müssen wir halt damit klarkommen und leben. So, und ich schreibe mir natürlich auch noch auf, oder ich kann es mir theoretisch auch aufschreiben, was ich machen wollte, ne? Ja, ich glaube, das ist sogar noch besser, die Idee. Mich wundert es ja, dass die Molkerei noch nicht wieder aufgetaucht ist mit ihren Leerpaletten. Ich weiß noch, ziemlich am Anfang, wo wir sie hatten, hatten wir noch relativ wenig Produktion. Und da kamen sie natürlich gefühlt schon bald in jeder Folge dran. Weil wir auch einfach Monate überspringen konnten. Und das können wir jetzt, Stand jetzt, ja nicht mehr. Wir sind jetzt Stand jetzt ja in jedem Monat immer aktiv, weil wir ja immer ein bisschen was haben. Aber ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein Reiz, ne? Dass man so viel zu tun hat und kann machen und tun. Das ist ja auch ein bisschen cool, finde ich. An den ganzen Kompost kann man dann noch verteilen. So, hier ist der Güllefahrer, der ist natürlich auch echt Wahnsinn. Ja doch, der verteilt hier auch schön Gülle raus, ja. Das war jetzt meine Sorge, dass er es eben nicht macht. Aber gut. Hier sind wir auch am Düngen, am Ernten. Also es läuft eigentlich alles soweit. Können wir auch mal nochmal bei dem hier vorbeigucken. Ja, das passt doch.
Ah, ist auch ein schön großes Feld. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.